Welche Möglichkeiten hat man, um Mangelernährung zu erkennen? Ja, eine gute Möglichkeit wäre zum Beispiel die Beobachtung des Gewichtsverlaufes. Was muss man beachten, wenn man eine Person abwiegen möchte? Ja, hier gibt es einige Dinge zu beachten. Um einen adäquaten Vergleich des Körpergewichts einer Person zu gewährleisten, muss einmal sichergestellt werden, dass man eine kalibrierte Waage verwendet und dass die Person jedes Mal in der gleichen Art und Weise abgewogen wird. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Kleidung jedes Mal ähnlich ist, also keine schweren Kleidungsstücke sollten getragen werden, keine Schuhe, keine schweren Jacken, keine Pullover, keine schweren Hosen. Weiters ist es wichtig, dass die Person jeden Tag oder jedes Mal zur selben Tageszeit gewogen wird, bevorzugt am Morgen mit leerem Magen und auch mit einer leeren Blase. Ödeme und Wassereinlagerungen müssen unbedingt berücksichtigt werden, wenn man sich den Gewichtsverlauf einer Person ansieht. Dies ist notwendig, um größere Schwankungen im Körpergewicht nachzuvollziehen. Da muss man wirklich einiges berücksichtigen. Und wie sieht das eigentlich aus mit der Beurteilung von Gewichtsverlauf? Ja, die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, die DGEM, gibt an, dass man von einem Risiko für Mangelernährung spricht, wenn eine Person in den letzten 3 bis 6 Monaten 5 bis 10% des Ausgangsgewichts verliert. Und welche Möglichkeiten gibt es noch, um den Ernährungsstatus festzustellen? Man könnte beispielsweise nach dem BMI den Body Mass Index heranziehen. Der BMI gibt das Verhältnis zwischen Körpergewicht und Körpergröße an. Er ist sehr einfach zu berechnen. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass ich ein aktuelles Gewicht und die aktuelle Körpergröße der Person weiß. Und die Körpergröße zu bestimmen, ist gerade bei älteren Personen nicht immer einfach. Wieso das? Ja, um die Körpergröße einer Person richtig zu berechnen, muss die Person aufrecht stehen und gerade stehen können. Die Augen und die Spitze der Ohren sollen eine Linie bilden und der Kopf muss geradeaus nach vorne schauen. Für Personen, die Probleme mit dem aufrechten Stehen haben, wurden andere Messmethoden entwickelt, um die Körpergröße zu evaluieren. Man kann beispielsweise die Fersenkniehöhe bestimmen, man kann die Armspannweite bestimmen oder man könnte die Länge der Ulna messen. Mit der Länge der Ulna kann über Formeln die aktuelle Körpergröße der Person berechnet werden. Laut aktuellen Studien ist diese Messung sehr aussagekräftig und kann die Körpergröße einer Person bis auf 1 bis 2 cm genau bestimmen. Und wie misst man jetzt eigentlich die Ulnalänge? Weil es hört sich ja doch etwas kompliziert an. Es ist eigentlich ganz einfach und ich kann es dir auch gleich zeigen, wenn du möchtest. Wir machen jetzt diese Messung im Stehen, man kann sie aber auch im Sitzen oder im Liegen machen. Das ist der große Vorteil für ältere Menschen. Wenn du jetzt deinen linken Arm nimmst und auf die rechte Schulter legst und ganz entspannt dastehst, dann kann man die Länge der Ulna messen, indem man vom Ellbogenknöchel bis zum Knöchel des Handgelenks misst. Wir machen das gleich. Genau. Und wir hätten hier eine Ulnalänge von 27 cm. Diesen Wert muss man sich unbedingt merken, denn es gibt Tabellen, wie zum Beispiel von der Britischen Gesellschaft für enterale und parenterale Ernährung, wo man dann anhand der Ulnalänge die Körpergröße ablesen kann. Jetzt haben wir Körpergröße und Gewicht, somit können wir jetzt sicher den BMI bestimmen. Genau, wir können ganz einfach den BMI berechnen, indem wir die Formel nehmen, Körpergewicht durch die Körpergröße zum Quadrat. Wenn wir uns an unsere ältere Dame erinnern, für die wir auch den Proteinbedarf schon berechnet haben. Sie war 1,65 Meter groß und hat 70 Kilo gewogen. Da wäre jetzt der BMI 25,7, das wäre im Normbereich für ältere Menschen. Und wie interpretiere ich jetzt diese Zahl? Ja, hier gibt es verschiedene Tabellen. Die bekannteste ist jene der WHO, die Cut-off-Werte berechnet hat oder angegeben hat für den Normbereich, Übergewicht und Adipositas. Für ältere Menschen haben Fachgesellschaften eigene Klassifikationen entwickelt und auch hier gibt es eigene Tabellen, wo man eben den BMI nachschlagen kann. Welche Laborparameter gelten als relevant? Wenn man den Ernährungszustand bestimmen möchte, kann man auch Laborparameter heranziehen, aber wichtig ist, immer im Kopf zu behalten, dass diese nicht als alleiniges Diagnoseinstrument geeignet sind. Wir können zum Beispiel Albumin, Präalbumin oder Transferrin bestimmen, denn diese haben oder stehen in Zusammenhang mit dem Ernährungszustand. Albumin beispielsweise ist ein Transportmolekül, welches in der Beurteilung des Ernährungszustandes herangezogen werden kann.
Albumin wird jedoch durch viele andere Faktoren auch beeinflusst, vor allem bei akut kranken Personen. Wenn zum Beispiel schwere Lebererkrankungen vorliegen, Entzündungen, Infektionen, Trauma, Darmerkrankungen und so weiter, dann kann der Albuminspiegel sinken und somit verfälscht werden. Auch der Präalbuminspiegel wird durch Entzündungen oder Lebererkrankungen beeinflusst. Hier ist es allerdings so, dass der Präalbuminspiegel im Gegensatz zum Albuminspiegel einen Vorteil hat, nämlich die kurze Halbwertszeit von 2 Tagen. Das heißt, das Präalbumin zeigt eigentlich akute Geschehen im Körper an. Vorsicht ist jedoch auch geboten, weil bei Nierenerkrankungen der Parameter verfälscht werden kann, denn jede renale Dysfunktion lässt den Serumspiegel des Präalbumins ansteigen. Generell ist festzuhalten, dass es keinen Goldstandard zur Bestimmung des Ernährungszustandes und zur Bestimmung einer Mangelernährung gibt. Daher wird empfohlen, dass man mehrere Parameter heranzieht und sich dann individuell ein Bild der Person macht. Bei Screening-Tools beispielsweise, wie wir sie auch schon in einem anderen Video gehört haben, wird genau das gemacht. Es werden mehrere Parameter herangezogen und dann ein Score errechnet. Eine Biermessung würde sich beispielsweise auch noch gut eignen, um mehr über den Ernährungszustand einer Person zu erfahren.